Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, gerade bei dem Gesetz ist deutlich geworden, wie wichtig es dann doch ist, laut zu werden und die Sache der Eigenanteile dann doch nochmal abgewogen werden konnte und statt der 80% eben 90% sind. Das, was bei der Anhörung deutlich wurde, ist, dass es mitnichten immer nur um Schwangerschaftskonflikte geht, sondern in der heutigen Zeit der Selbstoptimierung natürlich ganz andere Fragen noch auf der Agenda stehen. Und auf meine Frage, ob möglicherweise durch fehlende Hebammen, die vielleicht in der Vorsorge oder Nachsorge dann in den ländlichen Räumen fehlen, perspektivisch mehr Handlungsbedarf gesehen wird und Beratungsbedarf, wurde das durchaus bejaht. Also von daher denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung hier auf feste Beine gestellt wird. Wir hatten als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ja auch einen Änderungsantrag gestellt, damals noch von 80% auf 95% und haben jetzt darauf verzichtet. Das möchte ich auch begründen, denn ich weiß, wie die Diskussion hier geführt worden wäre. Es wäre abgelehnt worden und ich kann nach wie vor nur sagen, ich glaube, dass wir perspektivisch ein Beratungsstellengesetz brauchen und wo sämtliche Beratungsstellen dann auch gut personal ausgestattet werden und es nicht nur für Einzelne diese 5%-Regelung, wie sie sie zurzeit bei der Schuldnerberatung gibt, eben auch für die anderen Beratungsdienste da ist. Und ich denke, das, was wir alle brauchen, und so sollten Beratungsstellen immer ausgestattet sein, dass ausreichend Fachpersonal dort ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne, Frau Hesse? Aber es wird eine Beratung eben nicht nur mit den Fachberaterinnen gemacht, sondern es braucht auch immer Zeit, Koordinationsaufgaben zu machen, gerade in Netzwerken zu agieren und eben auch die allgemeine Büroarbeit zu machen. Die wird häufig und gerne in diesem Kontext auch vergessen. Ich hoffe, dass dann bei den Verhandlungen eben auch diese Punkte benannt werden. Die Linke hat verschiedene Änderungsanträge gemacht und ich würde da gerne noch mal auf einzelne eingehen. Also bei dem ersten mit den 6 Stunden habe ich meine Sympathien für, würde das auch unterstützen, weil ich denke, das ist diskutiert worden, bin aber auch immer so mit Gesetzen. Das kann auch manchmal ein Korsett werden, wo man sich dann selbst im Wege steht. Aber ich halte das gerade für die Aufrechterhaltung der Strukturen in den ländlichen Räumen für unheimlich wichtig. Und ich denke gerade die Entfernung für Frauen, die eben auch schon Kinder haben oder vielleicht eine pflegende Angehörige zu Hause, ist natürlich auch dabei zu berücksichtigen. Das Zweite geht um die Beratungsfachkraft und den Schlüssel. Wir selber hatten auch den Antrag gestellt mit den 30.000 Einwohnern und wussten aber, dass das letztendlich ein Kompromissvorschlag ist, um diese Diskussion noch mal vorwärts zu bringen, wie können wir die Strukturen in den ländlichen Räumen erhalten. Weil ich glaube, ich muss es in Städten anders definieren. Wenn ich aber eine Stadt, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt mit 80.000 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern gibt, muss ich natürlich noch den Speckgürtel mit berücksichtigen. Und das sind ja auch Ergebnisse aus der Enquete-Kommission, wo wir wissen, dass eben die Wege von der Arbeit oder nach Hause eben doch andere sind, als die, die manchmal auf der Schablone gemacht werden. Von daher würde ich, so wie der Antrag hier gestellt ist, mich da enthalten, weil ich glaube, die Pauschalität, so wie sie hier drin steht, ist für mich im Gesetz nicht so haltbar, ist aber ein Punkt, den wir weiterhin im Auge behalten müssen. Jetzt komme ich noch mal auf die Personal- und Sachkosten. Dem würden wir mit zustimmen, aber immer mit dem Wissen, dass das, glaube ich, ein harter Kampf war, hier von 80% auf 90% den Ansatz zu erhöhen. Und von daher, klar wollen wir mehr, so wie die CDU und Linke. Vielleicht möchte es die SPD auch, aber da gibt es halt unterschiedliche Fachressorts. Und da ist noch viel zu tun. Der Punkt 8, das ist der mit den Trägern und mit den 3 Jahren. Frau Bernhard, Sie sind ja darauf eingegangen mit der Überprüfung. Ich denke, es ist erstmal wichtig, dass wir einen klar definierten Raum haben. Und es muss auch die Möglichkeit sein, gerade für kleine Träger
hier die Angebote vorzuhalten. Ich halte das zu dem jetzigen Zeitpunkt, den Paragraphen für nicht so strittig und würde mich deshalb auch oder unsere Fraktion bei dem Punkt enthalten, weil ich denke, das muss dann nochmal möglicherweise evaluiert werden. Gibt es überhaupt neue Träger, die da reinkommen wollen? Das wissen wir nicht. Und ich denke, das sollten wir abwarten, gerade für die ländlichen Räume. Und dann nochmal den Paragraphen mit dem gesonderten Fördermittelbescheid. Das erschließt sich mir nicht so ganz, wie das im Gesetz geregelt werden soll. Und dann in der Ausführung habe ich einfach Schiss, dass da noch mehr Bürokratie entsteht. Also da würde ich mich enthalten. Dann gibt es ja noch die Frage der mobilen Beratung. Da bin ich, das hatten wir auch in der Anhörung, zwiegespalten, weil ich glaube, das, was wir brauchen, ist ein anderer Umgang mit Schwangerschaft, sondern dass Frauen und Familien eben Zugänge bekommen. Und da ist die Frage, wie definiere ich mobile Beratung? Ist das jetzt so ein Auto? Ist es eine Online-Beratung? Wie kann das aussehen? Ist es ein Prüfauftrag? Ich denke, der ist letztendlich erstmal vielleicht nicht ganz unschädlich, um zu gucken, wie kann ich das in den ländlichen Regionen bewerkstelligen. Aber ich denke gerade, dass die Zugänge für junge Frauen vielleicht auch noch mal andere Beratungsansätze braucht, als die wir heute denken. Und von daher hoffe ich, dass wir dann nach 3 Jahren eben die Auswertung haben und gucken, inwiefern wir noch novellieren. Wir werden dem Gesetz zustimmen und ich danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat für die SPD-Fraktion die Abgeordnete Frau Tegmeier.